Yo YouTube, was geht und herzlich willkommen zu diesem Air Grab Tipps und Tricks Video. Diese Tipps und Tricks zu diesem Air Grab sind die wichtigsten, die ihr in Wombiverse braucht. Es ist einer der schwersten, aber auch einer der wichtigsten und besten Mechanics, die es im ganzen Spiel gibt. Mit dieser Mechanic werdet ihr wirklich gefühlt alles gewinnen. Ihr werdet deutlich öfter gewinnen, mit deutlich mehr Kills, werdet eure Gegner deutlich mehr outplayen. Und wir machen es, weil es gewünscht wurde, auf dem Man-Account. Wir sind jetzt Legenden 8, haben jetzt 204 Wins, beziehungsweise eigentlich 254, aber mir wurden mal 50 Wins geresettet. Aber ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und ich zeige euch mal, wie es geht. Let's go! Gerne auch Like, Abo und Kommentar da lassen und mir sagen, wie es euch gefallen hat und ob ihr diesen Trick schon könnt. Ich würde sagen, es geht los. Also, das Airgrabben ist eine sehr, sehr schwere Mechanik. Ihr habt ja schon in den letzten Videos gesehen, wie ich es beispielsweise mit dem Javelin-Tackle mache. Aber das geht auch mit allen anderen Greifmoves. Beispielsweise mit dem Diamond Crusher. Ihr springt nach oben. Und dann gibt es den Diamond Crusher aus der Luft heraus. Das ist einer der wichtigsten und besten Mechanics, die ihr lernen könnt. Denn damit könnt ihr eigentlich so ziemlich jeden Gegner besiegen, selbst die besten Spieler der Welt. Es geht so, es geht eigentlich mit jedem Griff, mit sogar jedem Tritt. Ihr müsst einfach nur immer von oben kommen. Und dann, wenn ihr quasi auf derselben Höhe seid oder auf Kopfhöhe, müsst ihr eure Fähigkeit einsetzen, damit ihr trefft. So zum Beispiel, ihr springt dran. Zack, könnt auch in der Luft steuern und trefft dann den nächsten hier, direkt der nächste, zack. Und so macht ihr das. Es bedeutet halt Air Grab, also in der Luft jemanden greifen, weil ihr quasi aus der Luft herauskommt und dem Gegner dann in der Luft den, ja, den Griff, zum Beispiel dem Diamond Crusher verpasst. Und dort ist es super effizient, das geht auch aus jeder Höhe. Ihr könnt das auch aus jeder Höhe machen. Beispielsweise, ihr seht da unten den Gegner, springt runter, zack. Und der Diamond Crusher, das klappt wirklich von überall. Hier nochmal könnt ihr dann im Vorbeigehen ein mitgeben. Dann, ihr seht da hinten den nächsten, springt hier hoch. Ihr klettert dann hier hoch. Zack, springt runter. Bam, Diamond Crusher. Der Diamond Crusher ist momentan wirklich der beste Move dafür. Es ist wirklich am einfachsten damit. Also, ich würde euch empfehlen, macht es mit dem Diamond Crusher, übt es damit. Übt es einfach mal hier, springt zum Beispiel zum ersten mit einem Super Jump. Dann gibt es den Crusher. Jetzt zeige ich euch das nochmal in-game auf dem Main-Account, wie sich viele gewünscht haben, dass es auch bei den besten Spielern der Welt geht. Und ich würde sagen, wir gehen rein und ich zeige euch einfach mal, in welche Situation ihr es anwenden könnt. So, es geht los. Wir springen ab. Das erste Ziel, erstmal einen Griff finden. Hier lande ich sowieso sehr, sehr gerne. Wer das Landespot-Video nicht gesehen hat, einmal nochmal anschauen. Dort erfahrt ihr wirklich die 7 besten Landespots der Dolphin Dive. Ist dafür jetzt nicht so geil. Hier haben wir beispielsweise jetzt schon den Super Chokestorm und damit geht es zum Beispiel schon. Da der Super Chokestorm ein Griff ist, es ist jetzt nicht der geilste Griff überhaupt, aber es geht schon damit. So, was haben wir hier? Der Diamond Crusher, let's go. Damit kann ich euch auf jeden Fall zeigen, was abgeht. Ich würde sagen, wir suchen direkt den ersten Gegner. Hier ist der erste. Wir gehen einmal zu ihm und ich zeige es euch einmal. Hier, wir machen uns aufmerksam. Moin, hier sind wir. So, ihr springt also hoch. Ihr müsst quasi über den Gegner und dann quasi aus der Luft heraus müsst ihr ihm den Crusher geben. So. Er scheint ein bisschen lost zu sein, deswegen wir springen hoch. Zack. Weil in der Luft gibt es so ein Auto-Aim, was ihr gerade gesehen habt. Deswegen könnt ihr quasi aus der Luft heraus ihn packen, ihn treffen und damit KO'n, ohne dass der Gegner überhaupt nur irgendeine Chance hat. Hier zum Beispiel haben wir den nächsten Kollegen. So, wir springen hoch, er attackiert, wir machen den Diamond Crusher, wie ihr seht, er hat absolut keine Chance. Geht natürlich auch mit der Vicious Mist Combo, die ich auch im letzten Video gezeigt habe. Der Vicious Mist ist ja auch eine starke Fähigkeit, also eine brutale Fähigkeit. Das bedeutet, es ist quasi ein Griff in dem Sinne, kein richtiger, aber es zählt als einer. So, beispielsweise könnt ihr dann hier ihn in der Luft anspucken, er kann nichts machen, ihr gebt ihm den Crusher hinterher. So, wenn er hochklettert will, ich hoffe, er klettert hoch. Schade. Das wäre nochmal cool gewesen. So, wir springen hoch. Wir springen hoch und können ihn dann aus der Luft herausnehmen. Und wirklich, ihr seht, er hat keine Chance. Ihr seht oben links mein Main-Account. Es ist Legende 8. Es ist die höchste Liga, welche spielt die besten Spieler der Welt. Und sie haben trotzdem keine Chance. Möchte ich kurz nochmal
möchte ich kurz nochmal erwähnen, weil ja gesagt wurde, dass ich das nur auf meinem Smurf mache. Es ist einfach nur aus zeiteffizient. Es geht auch bei den besten Spielern der Welt. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht die besten Spieler der Welt waren. Ihr wisst, was ich meine. Wir springen runter. Zack. Wallgrab. Das war ein Wallgrab. Das werde ich euch nochmal in einem anderen Video zeigen. Gerne einmal sagen, ob ihr das sehen wollt. Hier. Er hat zum Beispiel verkackt. Wir machen den Vicious Mist aus der Luft heraus. So, hier ist die nächste. Die ist schon besser, würde ich sagen. Mal schauen, was gegen die geht. So, wir spucken sie aus der Luft an. Diamond Crusher, wie gesagt, dieses Air Grabben, das ist nicht nur für den Diamond Crusher, sondern auch für den Vicious Mist gedacht. Aber wir springen hoch. Zack, Vicious Mist auf der Luft. Diamond Crusher hinterher. Und wir haben nicht mal Schaden, ne? Wir haben übel wenig Schaden. Guck, sie haut schon ab. Sie hat gar keinen Bock mehr. Weil sie sieht, Bruder, ich habe ja 0% Chance gegen den Kollegen hier. Deswegen, ich hoffe, sie will uns doch ein bisschen betteln. In solchen Situationen könntet ihr beispielsweise ein Wallgrab machen, wenn sich die Situation ergibt. So, hier zum Beispiel. Geben wir noch einen Diamond Crusher zum Abschied hinterher. Ist doch nicht tot. Wir springen aber in die Luft. Zack. Aus der Luft heraus, Diamond Crusher. Und sie ist wirklich nicht schlecht. Sie ist wirklich nicht schlecht. Könnt ihr beispielsweise hier eine Combo an der Wand geben, dann Diamond Crusher und dann ist der Hase auch schon gegessen. Dort können wir dann die Combo machen, die ich euch letztens gezeigt habe. Holzflock in die Hand. Einmal baiten, Fähigkeit, also der Holzstock drauf, dann die Ultimate. Ja, dann könnt ihr auf süß noch ein, zweimal bouncen. Zack. Und dann würde ich sagen, ab nach unten, Kollege. Ja, wir haben echt noch gar keinen Schaden. So, er versucht uns zu holen, schafft er natürlich nicht. Wir schießen Mist, Air Grab aus der Luft, Diamond Crusher. So, ich zeige euch das jetzt sogar schon in einer neuen Runde. In noch einer Runde, damit man nicht sagen kann, dass es irgendwie an der Lobby lag oder irgendwie oder irgendwas anderes. Deswegen, also dieser Trick ist wirklich, das ist halt das Wichtigste, was ihr überhaupt können müsst in Rumbleverse mit dem Super Jump zusammen. Also die beiden Mechanics sind wirklich das Nonplusultra. Das kann ich euch wirklich sagen. Hier haben wir den Chokeslam. Damit geht es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich würde euch den Diamond Crusher empfehlen. So, ich zeige euch jetzt wie. Ihr werft den Gegner einmal ab. Nein, Spaß. Ich warte sogar jetzt extra, wer besser aufsteht. Ich springe nach oben. Zack. Und pack ihn. Und so ja, ist es eigentlich gar kein Problem mit dem Gegner. So, wir springen nach oben. Oder so. Wenn er meint, dass er den machen muss, dann halt so, ne? Hier, der nächste Kollege. Zack. Wir machen den Air Grab. Oh, Bruder, was ist mit dir? So, nächster, wie gesagt, zur Not auch einfach mit dem Super Jump hoch. Zum Beispiel hier. Ihr wisst, er kann nichts. Springt mit dem Super Jump hoch. Und dann einfach, ja, mit dem Air Grab hinterher. Das funktioniert natürlich auch. Hier, er wird mich gleich wieder anspringen. Mein Gott, Kollege. Jetzt ist er langsam gut. Hier, beispielsweise der Wall Grab. Den werde ich euch, wie ich schon gesagt habe, auch nochmal in einem anderen Video zeigen. Hier, beispielsweise Air Grab, auch mit Ulti. Dann könnt ihr auch beispielsweise meine Kiste werfen, so auf süß. So, er hat keine Chance. Wir springen einfach hoch. Er kann machen, was er will. Na gut, Digga, der Kollege muss natürlich wieder Spaß verderben. Ja, komm, Ulti, das hat er absolut verdient. Aber wir springen nach oben. Zack. Und graben den Kollegen, wie gesagt. Andere Moves deutlich einfacher, Diamond Crusher viel einfacher als mit dem Chokeslam, weil der Chokeslam eine sehr, sehr komische Hitrange hat. Deswegen, ja, ich würde euch, wie gesagt, auf jeden Fall den Crusher empfehlen, selbst Ruby Crusher, egal, irgendein Crusher. Der, damit ist es am besten, der Chokeslam ist jetzt eher so, ja, weil ich nichts anderes habe. So, jetzt, wir springen nach oben und hitten ihn mit dem Chokeslam aus der Luft heraus und ihr seht, er ist down. Selbst mit gefühlt dem schlechtesten Move der ganzen Welt ist das gar kein Problem. Ich hoffe, dass ich langsam mal wirklich irgendwas bekomme, was einem Griff gleicht. Oh, let's go, der Emerald Crusher. Damit ist es natürlich jetzt ein einfaches und damit, ja, sollte es jetzt eigentlich gar kein Problem sein, das jetzt zu zeigen. Achtung, habe ich gerade nicht richtig gezielt. So, jetzt aber Emerald Crusher aus der Luft heraus, gar kein Problem. Springen in die Luft, packen ihn und werfen ihn. Komplett raus, das was... Oh, er ist gar nicht... Oh, er hat's geschafft! Hier auch nochmal, dass das mit dem Brett klappt. Wir nehmen das Brett raus, hitten ihn, ulten und das klappt auch bei guten Spielern. Also das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Er ist down, der Kollege. So, aus der Luft heraus.
holen wir ihn jetzt mit einem Emerald Crusher. Wie ihr gesehen habt, klappt das auch. Das ist auch kein Problem, das aus wirklich höherer Entfernung zu machen. So, hier, er versucht uns wieder zu hitten. Das wird natürlich nichts, denn der Emerald Crusher ist natürlich stärker. So, hier, den aus dem Spear heraus. Hier sind natürlich ein paar Leute, die was von mir wollen. Aber zum Beispiel er hier, er wusste wirklich überhaupt nicht, wohin mit seinem Leben. Er hat wirklich gar keine Chance gehabt, irgendwas zu machen. Und das ist halt natürlich das Gute daran. Die Jungs haben zum Teil wirklich überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Zum Beispiel, er kennt uns ab. Wir springen jetzt einfach mal hoch. So, er springt jetzt nach oben wahrscheinlich. Will uns jetzt gleich spieren. Genau. Wir machen den Emerald Crusher und damit ist das auch schon vorbei für den Kollegen. Dann gehen wir mal auf den Baum, da kann ich das besser zeigen. So, ihr sucht euch einfach einen Gegner aus. Beispielsweise die beiden hier. Springt. Zack. Und spiert ihn. Gar kein Problem. Auch wieder auf dem Boden. Parallele. Zack, springen und KO. Und dann hat sich das Ding gegessen. Hier auch mit dem Brett, wie ich schon gezeigt habe. Hier, ich ulte, nehme das Brett, hau ihn darauf, ulte, auch gar kein Problem. Wie gesagt, da habe ich extra mehrere Runden gezeigt, damit ihr seht, dass es nicht an der Lobby liegt. Hier, den ulte ich mal auf den Baum drauf. So, denn jetzt zum Beispiel springe ich hoch, damit ich nicht genockt werde. Ja gut, den wollte ich jetzt nicht haben, aber auch gut. Habe ich auch kein Problem mit. Hier beispielsweise dasselbe. Wir springen nach oben. Emerald Crusher in sein Gesicht. Springen wieder nach oben. Javelin hinterher. Nochmal ein Elbow. Zack, Javelin und down. Hier beispielsweise aus der Luft heraus können wir ihn grabben mit dem Emerald Crusher. Das ist halt ja so ein Wall-Air-Grab, sage ich mal. Hier, wir springen nach oben, fassen, packen ihn hier, Airgrab vorbei, wir bleiben über ihn stehen, springen in die Luft, können ihn direkt einen hinterhergeben und das war's dann auch mit dem Kollegen. Ihr seht wirklich, ja, wie simpel das aussieht. Es ist aber eine sehr, sehr schwere Mechanik, muss ich euch dazu natürlich warnen. Also es ist schon eine schwere Mechanik, ich sag's wie es ist. Also, wenn ich euch wirklich, ja, sagen würde, dass es wirklich jeder kann, dann würde ich euch wahrscheinlich anlügen. Hier, dem hier geben wir noch einen, der ist down. Und zum Beispiel hier, man kann anbaiten, dann rollt er sich und dann kann man ganz entspannt den Emerald Crusher durchziehen. Hier, beispielsweise auch, wir gehen zu ihm hin, baiten ihn an, geben ihm dann den Emerald Crusher, kassieren das Hühnchen ein, damit er sich nicht heilen kann. Das auch. Ich könnte jetzt natürlich mit der Ult beenden. Weiß aber nicht, ob ich das machen will. Hier, nimm mir nochmal den Diamond Crusher zum Abschied. Hier, gibt's nochmal den Diamond Crusher auf Netz mit. Deswegen, ich mach's auch gar nicht mit der Ult oder mit dem Stock. Ich mach's wirklich einfach nur mit dem Airgrab. Jetzt, ich sehe, er kommt. In die Luft, zack, Diamond Crusher aus der Luft heraus, er ist jetzt schon down. Ihr seht wirklich, es funktioniert gegen die besten Spieler der Welt. Ihr seht es auch am Ende, wenn ich gewonnen habe, was für den Liga das ist. Boah, er gibt mir einen mit, das ist in Ordnung. Einen darf er auch mal verteilen, auf nett. So, hier, in die Luft, zack, Diamond Crusher und das war's. Das war's, so einfach ist das, du bist der Champ. Welche Liga? Ist es die Vorkampfliga? Nein, es ist die Legendenliga, es ist der Main Account, wie ich schon gesagt habe. Ich hoffe, es hat euch das bewiesen. Und ich hoffe, es bringt euch was. Gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Like, Abo und Kommentar würde mich mega freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, liebe Wombler. Haut da rein. Ciao. Ciao.